tragt man alles noch, sogar die schwerste Tasche. Sie bringt mir moin zwei Leergut fort und kommt mit voller Flasche. Sie putzt und kocht und das Auto voll und zahlt sogar mein Protokoll. Und ist am Ode Kühlschrank leer, dann bringt sie was zu essen her. Trotzdem ist sie nicht mehr da, ich hab's gar nicht kapiert. Was weiß dann ich, dass sie gleich so empfindlich reagiert. Wir waren uns im Bett gelegen und satt mit vollem Magen. Und wie ich mich zu ihr umdrehe, ich mich ganz lieb sage: Komm, stoß mal auf, mein Schatz, ich riech die Leberwasch so gern. Ich kennt mich nur von dir und meine Leberwasch daneben. Komm, stoß mal auf, mein Schatz, ich riech die Leberwasch so gern. Ich kennt mich nur von dir und meine Leberwasch daneben. Honorie war wirklich schön, sogar ganz unbeschreiblich. Mit blonder Hohe und langer Bein und alle waren so neidisch. Ich hab schon viele vorher gesehen, sie war die schönste von allen. Und zu den Sitzen viele war sie mir total verfallen. Doch dann ist sie fortgerannt, ich konnt's gar nicht verstehen. Du machst dem mal ein Kompliment und schon will sie gehen. Ich hab's ja nicht vergern gemacht, ich wollt was anderes sagen. Doch denk ich an die Leberwurst, du denk ich mit dem Magen. Komm, stoß mal auf, mein Schatz, ich riech die Leberwurst so gern. Ich kennt mich nur von dir und meine Leberwurst ernähren. Komm, stoß mal auf, mein Schatz, ich riech die Leberwurst so gern. Ich kennt mich nur von dir und meine Leberwurst ernähren. Ich kenn mich nur von dir und meine Leberwurst daneben.